da bist. Nick Hannig, ja, Lokalmatador ist er. Vorgestellt. Herzlich willkommen. Genau, da muss natürlich ganz schnell applaudiert werden. Er komplettiert die ganze Karte ganz kurz, dass ich mir vorstellen kann. Ryan Ford hat er geschlagen, ist dadurch WBC International Champion 2019 geworden. Am 6. Mai hat er seine Fäuste fliegen lassen und ist internationaler deutscher Meister geworden. Jetzt sitzt er neben dem Promoter von Fide Sports, Nick Hannig aus Berlin. Schön, dass du da bist, schön, dass du am 25.11. auch boxst. Ja, hallo erstmal. Und sorry, für zu spät kommen, aber der Fakt, ja, die sind einfach nicht anders zu. Und Kaffee ist Chaos. Aber wie gesagt, wir sind hier und ich freue mich, dass wir für dich boxen können. Und wir werden die Halle schon rocken an dem Tag. Wir sind ja ein gutes Team hier und starke Kämpfer. Und ich denke mal, dass wir am 25. eine volle Halle haben und ja, durchstarten. Gehst du davon aus, dass du ja als Lokalmatador hier Berliner, echter Berliner Jung, dass wie viele Leute kommen dann etwa, die du bringst und wer dich kennt und deine Fans kennt, der weiß, dass die Hütte am Beben ist? Ja, meistens ist es immer so die letzten zwei Wochen werden die Leute dann aktiv und wissen ganz genau, was sie machen am Wochenende, gestalten sich ihr Wochenende natürlich dann und sammeln alle zusammen. Der eine sagt, komm, wollen wir zum Boxen gehen? Ja, ich muss mal gucken und dann füllt sich die Halle nach und nach. Man muss aber dazu sagen, ich werde einen Aufbaukampf machen. Die Leute sind natürlich immer interessiert an großen Kämpfen. Ja, die wollen natürlich immer irgendwelche Erscheinungen sehen wie Rain Ford. Umso interessanter ist es natürlich und umso mehr Leute kommen auch. Aber trotz alledem denke ich mal, dass wir eine gut gefüllte Halle haben und ja, die Sache hier ordentlich gestalten können. Das klingt gut. Wie gesagt, Enrico Kölling wird noch dabei sein, ehemaliger WBO-Europameister, wird ebenfalls die Fäuste fliegen und aus Eberswalde Rico Müller, ehemaliger IBO-Junioren-Weltmeister. Das sollte also für jeden etwas dabei sein. Karten gibt es noch, also gerne auch hier der Hinweis noch in eigener Sache. Event-Team, einfach mal raufgehen oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder hier in der Bowling World. Wie auch immer, Burim, vielleicht noch ein kurzes Wort von dir und dann, wenn Sie Fragen haben, gerne an die Protagonisten Tom, Adrian und Nick. So wie Burim Süleyman. Der Abend wird wirklich schön. Es sind insgesamt 11 Kämpfe. Wie gesagt, leider Tyron Zeuge nicht dabei. Aber Nick ist dabei, Enrico ist dabei, Rico Müller. Dann ist Viktor Zakici, ein sehr talentierter Junge, der im Welter boxen wird. Dann haben wir Miridon Mololi. Ein super Kampf wird auch Arbeit Marukian machen. Das wird wirklich ein toller Kampf und dann sind noch ein paar andere dabei. Vielleicht ändert sich noch was, aber ja, also ich denke mal, das sind so denn die Hauptkämpfer des Abends hier, die hier vorne sitzen und die Berliner können sich wirklich freuen. Also wir werden uns ins Zeug legen. Das war einfach wirklich, sagt ja jeder, wir müssen Boxen wiederbeleben, groß machen, aber ich muss echt sagen, wir haben die letzten Veranstaltungen gemacht und also, wir brauchen uns hier in Deutschland wirklich nicht verstecken. Also, was das Ganze drumherum, die Organisation, das Ganze. Also, wir haben uns an große Arenen gewagt und die Music Hall ist wirklich so, wie Tom sagt. Ich war ja damals auch in Las Vegas dabei. Das ist schon ein geiles Gefühl. Ja, ich war ein paar Mal in der Halle drin. Da kommt schon eine Erinnerung hoch. Ja, das ist wirklich eine tolle Location. Also, die Berliner können sich wirklich freuen. Das wird eine gute Nummer, wa? Auf jeden Fall. Also dann auch noch der Hinweis in eigener Sache, das offizielle Wiegen findet wie immer am Freitag statt, am Donnerstag davor, das ist der 23.11., da die Pressekonferenz hier wieder bei Stefan Frenkel in der Bowling World und dann am Freitag das offizielle Wiegen, bevor es dann ab 18 Uhr losgeht in der Verti Music Hall am 25. November hier in der wunderschönen Bundeshauptstadt Berlin. Ja, wenn Sie Fragen haben, raus!